Mein Name ist Maria. Ich bin 78 Jahre alt und seit 6 Wochen hier im Hospiz. Durch meine Oma, welche an Krebs erkrankt ist, sind wir das erste Mal, meine Familie und ich, in Kontakt mit einem Hospiz gekommen. Davor habe ich mich eigentlich relativ wenig damit beschäftigt. Als ich hierher gekommen bin, ging es mir gar nicht gut. Ich war emotional sehr belastet und hatte große Ängste und Sorgen. Durch die Gespräche, unter anderem mit den Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, habe ich diese ein wenig verloren und fühle mich nun ermutigt. In Österreich gibt es ca. 354 Hospizeinrichtungen. Davon sind ca. 13 stationäre Hospize. Nur in den wenigsten Hospizteams arbeiten noch Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass vermehrt Unwissenheit darüber herrscht, was die Aufgaben und Tätigkeiten der sozialen Arbeit sind. In diesem Film wollen wir explizit darauf aufmerksam machen, wie und womit Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen die bestehenden multiprofessionellen Teams eines Hospizes ergänzen können, um die ganzheitliche Betreuung des Menschen aufrechtzuerhalten. Im Team des Hospizes hat die soziale Arbeit einen sehr, sehr großen Stellenwert. Wir sehen es immer wieder, wenn wir Hospizgäste bei uns im Haus aufnehmen, dass es hier sehr viel für die soziale Arbeit zu tun gibt. Wir treffen Karin Wieseneder. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin im Hospiz Melk. Es kommt zur Kontaktaufnahme mit dem Hospizgast, mit den Angehörigen. Und es wird halt abgeklärt, in welchen Belangen Unterstützung erforderlich ist. Es kann sein im finanziellen Bereich, im sozialen Bereich, persönliche Belange. Es ist möglich, dass es familiärer Unterstützung bedarf, zur Weiterversorgung der Kinder. Es kommt auch manches Mal vor, dass noch Hospizgäste wieder nach Hause gehen. Dann ist es auch erforderlich, die Weiterversorgung und Betreuung im häuslichen Umfeld mitzuorganisieren. Hier im Hospiz wünschen sich auch andere Berufsgruppen, dass die soziale Arbeit noch weiter ausgebaut wird. Also die soziale Arbeit sollte wirklich ein fixer Bestandteil im stationären Hospiz sein, auch noch mit mehr Stunden. Da die Bewohner und Bewohnerinnen einfach gerade in der letzten Phase im Leben viele Ängste und Sorgen haben und auch die Angehörigen und hier einfach die Sozialarbeit sehr gut unterstützen kann. Ich bin als Koordinator der Meinung, dass wir bestimmt viele, viele Stunden dazu brauchen und es sehr viel Arbeit ist, um dies zu erledigen. Wünsche, Sorgen und Ängste ernst zu nehmen, ist für die ehrenamtliche Mitarbeiterin ein wichtiger Teil der sozialen Arbeit. Es genügt oft gereichte Hand, wenn sie Ängste haben, besonders in der letzten Phase, dass sie anklammern können, dass sie anhalten können. Es kann sehr viel zur Beruhigung beitragen. Auch für Eva und ihre Großmutter war dieses Angebot wichtig. Die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Hospiz, seien es Pfleger oder Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, haben uns alle geholfen. Und das Hospiz hat uns auch aufmerksam gemacht auf eine Trauergruppe, wo andere Familien ebenfalls ihre letzte Zeit mit ihren Verwandten würdevoll gestaltet haben können. Das Team des Hospiz hat bereits einiges für mich getan. Sie haben mir bei der Beantragung für mich notwendige Heilbehelfe und Hilfsmittel unterstützt. Und ich habe das Gefühl, als könnte ich mit all meinen Problemen zu Ihnen kommen. Für uns alle war es relativ schwer, eine Situation zu finden, wie wir uns am besten von unserer Oma verabschieden können. Aber durch das Hospiz hat uns dann ermöglicht, einen guten Weg zu finden. Die Bewohnerinnen und Bewohner geben einfach sehr viel Dankbarkeit zurück. Heute zum Beispiel hat eine Dame zu mir gesagt, ich bin ihr Fangnetz, ich bin ihre Ansprechperson. Und Menschen in dieser letzten Phase
zu begleiten und ihnen Ängste nehmen zu können, das ist einfach ein großes Geschenk, das wir in unserer Profession machen dürfen.